Ich stelle dir heute 9 unterschiedliche Rolltops mit Laptopfach vor. Hang, Halberg, Ukon, Akrobatics, Elmo, Osprey, 2, Freibeutler und Vaude. Also, schau dir das Video bis zum Schluss an. Ich versuche mich kurz zu halten, um jedes einzelne Modell dir vorzustellen. Was wirst du erfahren? Du wirst die Vorstellung der einzelnen Rucksäcke erfahren. Und wenn dir eins gefällt, gehst du einfach auf den Link und schaust weiter, wie der schlussendlich performt hat. Hier haben wir von Hang the Bag. Also, das ist ein LKW-Planrucksack. Hervorzuheben ist, dass er ein Schnellzugriffsfach hat, Flaschenfach an der Seite, Kompressionsgurte, damit du entsprechend deine Yogamatte oder irgendwas anderes dran machen kannst. Er hat einen atmungsaktiven Rücken, ergonomisch geformte Schulterriemen, die gut gepolstert sind. Hinzu kommt, er hat ein extern zugängliches Laptopfach. Schau unten in der Shortnote. Dort habe ich dir den Direktlink zu dem kompletten Test von dem echt coolen Rucksack gegeben. Dann kommen wir zum Halberg. Einer meiner Lieblinge, denn ihn kannst du auch sehr gut als Business-Rucksack benutzen, denn er hat auf seinen Polyurethan-Oberfläche ist er ein sehr leanes oder hat er ein sehr leanes Design. Cool ist, er hat einen Brustgurt, dementsprechend kannst du ihn auch als Fahrradrucksack gut benutzen. Zusätzlich hat er einen atmungsaktiven Rücken. Auch die Gurte finde ich relativ cool, die erinnern mich so ein bisschen an die Anschnallgurte. Und ein cooles Riesenfach hat er auch. Wie gesagt, schau unten in der Note, da wirst du fündig. Dann haben wir auch einen sehr coolen Rucksack. Das ist Ukon, nein, nicht Ukon, doch Ukon Acrobatics Niklas. Warum habe ich ihn ausgewählt? Weil ich finde, A, der Griff ist sehr einzigartig. Vielleicht hätte man noch einen zweiten Griff machen müssen, aber der ist schon ziemlich gut, weil wenn du den zum Beispiel ins Auto schmeißt, kannst du ihn leicht rausziehen, weil die Hand ist immer in dieser Position. Ich finde sehr schick diesen Verschluss. Ein Direktzugriffsfach und was ich sehr klasse finde, ist, dass du ihn auch halt gut in der Schule oder in der Universität benutzen kannst, denn du hast direkt auch alles andere, aber du hast hier direkt einen Zugriff auf deine Dokumente. Du musst halt nicht, und das finde ich echt klasse, hier oben über dieses komplette Fach gehen. Also, Ukon Acrobatics unten in der Shortnote. Dann haben wir Elamo. Elamo Rolltop hat mir sehr gut gefallen, weil er ein Geheimfach hat. Er ist atmungsaktiv, also dementsprechend hast du halt auch einen Transpirationskanal. Er hat Brustgurte und einen USB-Port. Zwei Fächer für Flaschen und auch Regenschirmfach, vorne ein Schnellzugriffsfach und viele kleine Details. Also ein schickes Design und cooler Rucksack. Dann haben wir den Osprey Akan. Einer meiner Favoriten, denn er hat sehr viele schöne Details. Er hat wieder meinen Favoriten-
oder beziehungsweise einen speziellen Verschluss. Den finde ich sehr gut, auch gerade in dem matt Silber finde ich den sehr cool. Dann hast du hier an der Seite ein sehr elastisches Lycra, wo du entsprechend deine Flasche reinmachen kannst. Sehr viele kleine, feine Details. Hier auf der anderen Seite zum Beispiel nicht, aber hier kannst du deinen Schlüssel dran machen. Dann hat er, was hat er noch? Er hat ein Schnellzugriffsfach von der Seite. Wenn du hier öffnest, hat er ein Zugriffsfach hier von hier oben und extrem viel Volumen. Schau dir den Arcan hier oben in dem Video an. Da zeige ich dir den komplett, worauf du zu achten hast. Dann haben wir zwei Olli von der Firma 2, den Olli Bike Rucksack. Ich finde den richtig cool und da kommen wir langsam auch zu meinen Favoriten, denn ich empfehle ihn dir zum Beispiel auch als Jugendrucksack für die Universität oder auch für die Schule. Warum? Ganz einfach. Du hast die Möglichkeit, ihn sichtbarer zu machen. Finde ich unheimlich klasse, weil wir sind auch mal auf dem Fahrrad unterwegs und das ist echt cool, weil diese ganzen Business-Rucksäcke, Daily-Rucksäcke, die sind nicht so sichtbar und das ist echt prima. Du hast an der Seite ein Flaschenfach. Du hast hinten entsprechend auch ein Geheimfach. Er ist atmungsaktiv. Er ist natürlich als Fahrradrucksack, hat er auch einen Brustgurt. An der Seite kannst du hier ein Handy noch reinbringen. Sehr viele Details und er lässt sich halt auch als Rolltop oder Fliptop ist das in dem Sinne, ziemlich weit öffnen. Schau dir hier oben das Video an, da gelangst du auf das Review bzw. Vorstellungsvideo von dem 2 Olicycle OCR 300. Der Freibeutler. Da bin ich ein wenig enttäuscht, weil er sah für mich im Internet viel, viel cooler aus. Aber er ist halt sehr fluffig. Ist nicht so meins, vielleicht eher deins. Was ich sehr cool an dem Rucksack finde, ist, er hat halt ein komplett anderes Design. Aufgrund dieser farblichen Bänder, die überall wieder sich widerspiegeln, ist er sehr auffällig. Er hat ein Direktzugriffsfach und entsprechend zwei Flaschenfächer. Er hat einen atmungsaktiven Rücken und auch atmungsaktive Gurte. Was noch? Natürlich ein Laptopfach und ein Riesenvolumen. Also den kannst du natürlich sehr gut benutzen. Möchtest du den dir angucken? Schau hier auf das Video von dem Freibeutler. Wir haben den Vote Cycling. Oh, da habe ich dir ein Riesenvolumen rausgesucht. Cool ist, du kannst hier entsprechend deinen Helm reinstecken. Du hast entsprechend ein farbiges Inlay, damit du entsprechend direkt auf deine Materialien zugreifen kannst und die auch relativ einfach finden kannst. Du hast an der Seite hier ein Handyfach oder für ein Akku. Atmungsaktiver Rücken, Brustgurt,
sehr coole Schulterriemen und ohne Ende Platz. Schau dir das Video von dem Vaude an, denn er ist auf jeden Fall auf Platz 1, was auch das Laptopfach angeht. Dann haben wir ganz zum Schluss den 2 Yoga. Sehr cooler, designter Rucksack. Er hat natürlich auch ein sehr fluffiges, ja, ist sehr fluffig, nicht hat sehr fluffig. Ist sehr fluffig, weil er aus Baumwolle ist. Aber das Design ist halt einzigartig und deswegen habe ich mir den bestellt, weil ich den unheimlich schick finde. Mit seinen Kompressionsgurten. Diese Kompressionsgurte kannst du halt für eine Yogamatte nehmen, für deine Jacke nehmen. Er hat hier hinten ein Geheimfach und in diesem Geheimfach ist versteckt noch eine gepolsterte Handytasche. Unheimlich schick. Und was ich auch witzig finde, nein, witzig nicht, raffiniert, weil an den Rolltops gefällt mir eigentlich nicht, dass du über die komplette Länge nicht weißt, was du unten geladen hast. Hier kannst du den Blick erhaschen, du kannst den Blick vergrößern und du hast sogar ein langes Schlüsselfach. Schau dir in diesem Video hier mal dieses komplette Review an, wenn du dir den Rucksack anschauen willst, bis ins kleinste Detail. So, das waren auf die Schnelle 9 unterschiedliche Rolltops. Vielleicht ist von der Optik her einer für dich da. Dann scroll zurück, geh auf den Direktlink und komm zu deinem ordentlichen Test. Denn ich muss dir auch sagen, da ist der ein oder andere dabei, wo du einen Riesenschnapper machen kannst, weil ich habe gesehen, dass manche sogar 30% günstiger angeboten werden. Also geh dann unten unter den Link und du kommst auf ein sehr günstiges Angebot. Ich danke dir, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, damit mehr Menschen dieses Video sehen können. Vielen Dank, bis dann, dein Ruben.